Rot, gut. Essen! Ist der Leute mit der Waffe, ey? Abgeblitzt, genau. So, jetzt mal das Werkzeug, was wir dazu brauchen. Dann fangen wir einfach mal an. Wir hängen erstmal einen Kupplungsbauanzug aus. Am besten ganz ab. Immer vom Hebel, damit er dann nicht drin rumschlingert. Was machst du jetzt? Ja, mal einen Seitdecker ab. Ah. Das ist zu übertrieben. Kannst du nicht bringen. Das muss man auch. Wir sind eigentlich ganz schüchtern, ne? Wir sind hier gezwungen. Gut. Jetzt ist die Kerze raus. Damit wir das Zimt-Einstellrohr reinmachen können. Einschrauben. Nehmen wir unseren schönen alten Kerzenschlüssel. Ich hab nichts gesehen. So, was haben wir verbaut? Ein Isolator Spezial 260. Legen wir erstmal beiseite. Dann nehmen wir uns unsere Zündeinstelluhr und schrauben die in den Zylinderkopf. So, gut. So, jetzt werden wir erstmal den oberen Totpunkt ermitteln. Jetzt drehe die Schwungscheibe jetzt erstmal am Uhrzeigersinn, bis die Uhr wechselt. Oh, die wechselt jetzt bei 03. Ja, das ist der obere Totpunkt. Jetzt stelle ich mir die Uhr auf 0. Laut Wabemontageanleitung sollte man 1,4 VOT einstellen. Laut DDR-Handbuch, je nach Modelltyp, 1,4 bis 1,8. Wir nehmen jetzt das Mittelmaß, 1,6 mm. Das heißt, ich drehe jetzt die Schwungscheibe entgegengesetzt des Uhrzeigersinns um 1,6 mm zurück. 1 mm, 1,6. So, falls die Uhr oder die Schwungscheibe hier auf der Position stehen bleiben sollte, einfach ein kleines Stück Pappe nehmen und das zwischen Schwungscheibe und Gehäuse stecken. Wie misst die Uhr ja mal? Millimeter? Die Uhr hat pro Teilstrich 0,01 mm. Jede Umdrehung ist 1 mm. 10 Striche sind 0,1 mm vom Ruck. Jetzt haben wir, um es besser zu erkennen, die Markierung von der Schwungscheibe und von der Grundplatte mit Edding nachgemalt. Die beiden Markierungen sollten übereinander stehen bei 1,6 mm. Das ist jetzt noch nicht der Fall. Die Markierung von der Grundplatte ist unter der Markierung von der... Die Markierung von der Schwungscheibe ist unter der Markierung der Grundplatte. Jetzt löse ich die beiden Befestigungskrallen von der Grundplatte. Und kann mit einem Schraubendreher über die Verstellnase und das Gehäuse die Grundplatte nach unten oder nach oben drehen, bis beide Markierungen übereinander stehen. Wenn man von vorn drauf sieht, wie die beiden Markierungen übereinander, wieder die Krallen festziehen.
Pappe entfernen und kontrollieren, ob die Markierung auch beim zweiten Mal einstellen bei 1,6 mm sind. Also wieder zu OT drehen. Null Hammer. Dann drehen wir entgegengesetzt des Uhrzeigersinns. Eine Umdrehung ist 1 mm. Halbe sind 1,5 und nochmal 10 Teilstriche sind wir bei 1,6. Und beide Striche sind übereinander. Gut, als nächstes die Zündeinstelluhr wieder raus. Jetzt haben wir die Warte-Zündanlage statisch eingestellt. Jetzt überprüfen wir dynamisch mit unserem Stroboskop oder Zündeinstellpistole, je nachdem, wie man es nennen möchte. Kerze wieder rein, Kerze anziehen. Kerzenstecker drauf. Wir benötigen jetzt zu unserer Stroboskoplampe eine 12-Volt-Batterie. Entweder nutzt man das 12-Volt-Portnetz von seinem Moped, wenn man eine Batterie verbaut hat. Das ist für einen, das ist unser eigenes. Ja, die gibt es bei uns im Shop zu kaufen. Genauso wie das Stroboskop, die Stroboskoplampe oder Zündeinstellpistole, wenn man es nennen möchte. Das ist der Signalgeber für die Zündeinstellpistole. Ist bei uns jetzt induktiv, wird nur über das Zündkabel gehangen. Dadurch nimmt die Pistole das Zündsignal ab. Dann schließe ich hier meine beiden Klemmen an. Minus auf Minus, Plus auf Plus. So. Als nächstes jetzt das Moped starten und am besten das Standgas ein bisschen hochdrehen, sodass man etwa bei 3000, ein bisschen über 3000 Umdrehung ist. Dazu lege ich einen Schlüssel hin. Alles da. Starten. Sehen war, stimmt die Markierung von Grundplatte und Schwungscheibe nicht überein. Wir hatten jetzt leider ungefähr einen Versatz von ca. 2 mm. Wenn der Fall eintritt, muss die Markierung auf der Grundplatte neu gesetzt werden. Oder auf der Schwungscheibe, je nachdem wie man es machen möchte. Entweder setzt man jetzt, bei uns war das Problem, der Zündzeitpunkt kam eher ungefähr vielleicht 2 oder 3 Grad, je nachdem wie viel das ist im Hub, wie viel Grad das jetzt sind von der Schwungscheibe. Entweder würde man sich jetzt hier die Markierung neu setzen
auf der Schwungscheibe oder auf dem Stator weiter unten. Auf der Schwungscheibe wäre es jetzt im Uhrzeigersinn etwas weiter oben, auf der Grundplatte wäre es gegen den Uhrzeigersinn etwas weiter unten. Ich setze mir jetzt eine neue Markierung, die ein Stückchen weiter unten ist. Und überprüfe jetzt nochmal mit dem Stroboskop, ob ich es jetzt schon gegebenenfalls getroffen habe oder sie nochmal neu ein kleines Stück weiter unten oder ein kleines Stück weiter oben setzen muss. Ich habe es genau getroffen. Als nächstes wieder die Zündkerze raus. Zündeinstellrohr montieren. Qualmt aber. Ein bisschen. Wieder OT einstellen. Ein Stück verstellt. Wieder die Uhr, am besten 0. Und jetzt gegen den Uhrzeigersinn bis zur neuen Markierung drehen, bis sie übereinander stehen und bei der Uhr ablesen. Wir hatten vorher mit der alten Markierung 1,6 mm eingestellt. Tatsächlich zündet die Wabe jetzt bei einem Drehung 1 mm, 2 mm vor OT. Das heißt, die Markierungen ist um 0,4 mm zu weit oben. Das stellen wir jetzt nach, indem wir wieder die Grundplatte lösen und die Zündeinstellung von 1,6 mm VOT auf die neue Markierung übertragen. Dasselbe Spiel von vorne. 1 mm, 1,6. Gegebenenfalls wieder ein Stück Pappe dazwischen klemmen, damit die Schwungscheibe auch wirklich in der Position stehen bleibt. So, es kommt jetzt nicht auf 0,02 mm an, aber 0,2 mm falsch sollte der Zündzeitpunkt nicht sein. Und jetzt drehe ich die Grundplatte. Bei uns ist jetzt der Fall, wir müssen sie im Uhrzeigersinn ein Stück nach oben drehen, um auf die Markierung zu kommen. Dass wieder Schwungscheibe und Grundplatte beide Linien übereinander stehen. Okay, 1,4. Beide Krallen wieder anziehen. Das Kappstück entfernen, nochmal kontrollieren. Zum oberen Todpunkt drehen. Gegen den Uhrzeigersinn 1 mm 1,6. Markierung überprüfen. Ja, beide Striche sind übereinander. Jetzt ist die Zündanlage eingestellt, man kann aber auch noch mal zur Kontrolle noch mal abblitzen. Ich ziehe das Messer noch mal raus. Zündkerze einschrauben. Stop mal.
der Gerät wieder. Zurückstellen auf die gewünschte Drehzahl. Stroboskop entfernen. Und gehen wir erstmal den Deckel wieder. Aufpassen, wenn bei euch verbaut, aufpassen, dass der Passstift in dem Seitendeckel führt. Und bei der Montage achten, dass der Pumpantrieb leichtgängig drauf geht, nicht verkeilt oder gar beschädigt wird. Kupplungsbahn sogar als letztes wieder einhängen. Fertig ist es.